Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Ja, heute wird ein Grillbrot, ein Beilagenbrot oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, gebacken. Also kein Brot, was man jetzt, wo man sich eine Schnitte mitschmieren würde. Ich werde das einfach so zum Mittagessen essen und einfach nur einen Dip oder irgendwie eine Grillsoße dabei. Aber ja, weil das Wetter nämlich so ist, dass wir sicherlich nicht grillen. Ja, aber dieses Brot wollte ich schon lange machen, allerdings bei mir halt auch wieder mit ein bisschen Abwandlung. Ich möchte es nämlich wie immer, also wie immer ist es nicht immer, aber sehr oft in Kältegärung machen und habe dazu aber auch noch hier meine gefrorene Hefe, ja, aus schlechten Zeiten, aber die wird natürlich trotzdem aufgebraucht. Und ja, ich nehme nicht normalen Mozzarella, sondern Büffelmozzarella. Ja, nicht, weil ich jetzt was noch bin, sondern der war in der abgelaufenen Ecke beim Kaufland und kostete nur die Hälfte und war somit dann sogar günstiger, als wenn ich den anderen Mozzarella frisch gekauft hätte. Der ist aber bis morgen noch auf alle Fälle haltbar, deswegen für mich überhaupt gar kein Problem. Ja, und ich mache die Kräuterbutter nicht selbst. Also die Knoblauchbutter. Denn es ist ein Knoblauch-Mozzarella-Kranz von Mixgenuss ist das Rezept. Ich wandle es aber ein bisschen ab, ja, vor allen Dingen mit der Kältegärung. Also 250 Gramm Milch. Nee, natürlich nicht Milch, es war Wasser. Wie komme ich denn auf Milch? Ja. 250 Gramm Wasser. Ja, aber mit Milch könnte man es sicherlich auch machen. Habe ich neulich noch einen Tipp bekommen von wegen, oh, du musst es mal mit Milch machen, dann wäre es noch besser. Aber jetzt in dem Fall, und ich sehe gerade, war wohl ein bisschen zu wenig, was ich abgemessen hatte. 250. Ja, jetzt sind es 250. Dann ein Teelöffel Zucker, damit die Hefe auch gleich schön was hat. Und ich packe mir einfach ein paar Krümelchen, also vielleicht 15 Gramm, höchstens 20 Gramm der Hefe dabei. Also ich würde mal sagen, es waren vielleicht 15 Gramm. Und ja, da kommt der Deckel drauf. Und ich mache das jetzt, weil die Hefe gefroren war, für 3 Minuten bei 37 Grad. Also und auch nicht höher, weil dann stirbt ja die Hefe. Und auf Stufe 1. Also das ging jetzt ganz schnell. Ich habe mir hier schon abgewogen 500 Gramm Dinkelmehl, 630. Das könnte man aber natürlich auch mit 405er Mehl machen. Gar kein Problem. Ja, und dann kommt bei mir hinzu ein Teelöffel Salz und 50 Gramm zimmerwarme Butter. Also die ist jetzt nicht direkt aus dem Kühlschrank. Die soll sich gleich gut hier vermengen. Und das soll, also hat mich gewundert, 2 Minuten auf der Teigknetstufe nur geknetet werden. Aber ja, sie hat da viel Erfahrung, sie hat das Rezept geschrieben, also glaube ich ihr. Sonst ist ja immer so 5 Minuten, aber ich mache es jetzt wirklich 2 Minuten auf der Teigknetstufe. So, die 2 Minuten sind rum. Ich finde, er sieht super aus. Und das sagt natürlich noch nichts. Ja. Jetzt müssen wir da rausholen. Das ging wirklich erstaunlich gut raus. Ja, der bekommt jetzt hier seinen Deckel und geht bei mir jetzt in den Kühlschrank. Und dann sehen wir mal, wie der in der Kälte gegangen ist. Heute ist der nächste Tag und bevor ich nämlich jetzt gleich mit meinem Brotkranz weitermache, ich habe mir dann überlegt, also das eigentliche Rezept heißt der Knoblauchkranz. Kann ich so gar nicht nennen, denn bei mir kommt jetzt, man mag es kaum glauben, in meiner Küche aber jetzt gar kein Knoblauch dran. Tja, also deswegen ist es für mich nur ein, ja, oder Kräuterbutterkranz oder Mozzarella-Kranz. Ich muss mal gucken, vielleicht ist es einfach nur ein Brotkranz. Ja, also der ist nämlich noch der Teig im Kühlschrank. Und ich will aber noch einen Dip dazu machen, denn ich werde das heute als Mittagessen essen. Und ja, es kam halt auch gerade noch sehr günstig, dass nämlich meine Avocados, das gibt es ja immer in so einem 6er-Pack bei Aldi. Ne, 5er-Pack. 5er-Pack. Wollen nicht übertreiben. Und ja, die werden meistens dann alle gleichzeitig reif. Und dann, ja, muss man schnell sein. Dann sind die nämlich schnell braun. Ich habe auch schon erlebt, dass die draußen, also die Schale noch supi-dupi war. Ja, dann mache ich sie auf und dann war sie
Ja, zum Beispiel so. Das ist nämlich jetzt die, die wirklich hier am meisten, also die noch am härtesten draußen war. Und jetzt, wo ich sie aufmache, reicht mich dieser Anblick. Also deswegen, ja, ich glaube, ich werde diese all die Avocado nicht mehr kaufen. Ne? Das habe ich jetzt schon so oft gehabt. Ja, die ist auch nicht mehr so schön, aber die ist noch für meine Zwecke gut genug. Also zwei Avocado, die sind jetzt auch nicht sonderlich groß. Und die zermatsche ich auch nur einfach mit der Gabel. Da brauche ich auch nicht irgendwie eine Küchenmaschine für nehmen oder so. Einfach nur zerdrücken. Und damit es jetzt nicht ganz braun wird, aber auch weil ich das sehr mag, eine halbe Limette, den Saft. Ja, also eine halbe Limette. Und ich gebe noch hinzu 150 Gramm Schmand. Und das wird wieder schön verrührt. Also das soll ja einfach nur ein kleiner, schneller Dip werden. Ja, Guacamole-like. Und da fehlt jetzt natürlich nur noch Salz und Pfeffer. Und dann ist das nämlich auch schon fertig. Also gerade zu diesem Brot brauche ich natürlich nicht so viel Würze, weil das Brot, wenn das jetzt schon mit der Knoblauchbutter oder Kräuterbutter ja, bestrichen ist und mit dem Parmesan obendrauf, dann ist das ja auch schon recht würzig. Und schon ist es fertig und das kann natürlich jetzt erstmal schön durchziehen, weil gerade wenn da so Salz und Pfeffer dran ist, das muss ja immer erstmal den Geschmack richtig annehmen. Und ja, einfach jetzt ein bisschen ziehen lassen. Bei mir ist jetzt also der nächste Tag. Er ist gegangen, der Teig, aber ich weiß nicht, ob es so ist, wie es ja, sein sollte, denn ich finde, er ist nicht so fluffig. Ne? Ah ja, doch, hier unten jetzt eigentlich schon. Ne? Ja, gucken wir mal, was es dann wird. Aber grundsätzlich ist er auf alle Fälle gegangen. Das hat schon mal geklappt. Und ja, weil ich ja heute hier das Rezept wieder abwandle, womöglich verschandle, mache ich ja nicht die Kräuterbutter heute mal selbst, sondern ich, oder Knoblauchbutter, wie es eigentlich angegeben ist, ich mache heute, nehme ich die fertige Kräuterbutter und die schmelze ich jetzt eben kurz in der Mikrowelle. Und dann kann ich euch auch gleich sagen, wie lange ich es gemacht habe. Also im Originalrezept steht 80 Gramm hier insgesamt. Ich habe jetzt hier 100 Gramm und die nehme ich auch. Und da hätte ich auch lieber andere genommen, die nicht so blöd verpackt ist. Aber ich glaube, die Leute haben alle gedacht, dieses Wochenende wird jetzt richtig schönes Wetter. Also wir haben ja hier jetzt bisher noch nicht so wirklich tolles Wetter gehabt. Und wollten alle grillen auf jeden Fall. Andere Kräuterbutter gab es nicht. Also das kommt jetzt einfach. Vielleicht für eine halbe Minute in die Mikrowelle. Also während das jetzt schmilzt, also ich habe hier schon meine Kugellobform, die habe ich schon eingefettet, nur ein bisschen. Ja, jetzt kommt hier ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche, denn ich mache mir jetzt hier eine Rolle aus diesem Teig. Da ist nämlich die Kräuterbutter schon fertig. Und wie man sieht, also eine halbe Minute hat da vollkommen gereicht. Da ist noch ein bisschen jetzt, aber dadurch, dass der Rest ja so heiß ist, schmilzt jetzt auch noch das letzte Stückchen, was da bisher noch nicht geschmolzen war. Und ich habe mir jetzt hier einfach so eine Rolle gemacht von, also Durchmesser ungefähr 5 cm und ja, schneide mir jetzt lauter Stücke ab. Und ich schneide mir jetzt lauter Stücke ab und er sollte natürlich bestenfalls, ja, sollten die alle die gleiche Stärke haben. Also ich würde mal sagen, vielleicht 1,5 cm. Ja, ich drücke die jetzt alle noch ein bisschen, ja, auseinander. Und es sollte ja eigentlich so eine Rolle Mozzarella sein. Ja, jetzt hatte ich diesen Büffelmozzarella gesehen, den habe ich auch noch nie probiert. Und ja, deswegen, das sind kleinere Bällchen. Und ja,
Deswegen, da mache ich einfach so dazwischen. Ja. Wenn man jetzt so eine große Rolle nimmt, dann hätte man sicherlich dann schon fast die Größe des Teigstücks und dann könnte man das vorher schon genau sehen, dass es aufgeht, aber naja, ich muss da mal gucken. Also 250 Gramm sind das. Der ist cremiger. Also das fällt mir auf alle Fälle schon mal auf. Also wie gesagt, ich habe noch nie Büffelmozzarella gegessen. Also ich habe ja schon öfter mal gehört von welchen, ach, also wenn du einmal Büffelmozzarella, dann isst du nichts anderes mehr. Das weiß ich aber nicht, denn die Leute waren mir jetzt nicht gerade bekannt als besondere Feinschmecker. Da weiß ich nicht. Jetzt probiere ich auch mal, hier sind noch so kleine Fetzen. Es ist cremiger, ja. Aber Mozzarella an sich. Oh, hier kommt schon irgendwie so eine kleine Fliege an. Wir haben hier fleischfreie Küche, ja. Ja, aber Mozzarella an sich ist ja jetzt nicht so ja, geschmacksintensiv eigentlich, ne? Ja, aber es geht jetzt los hier. Alles ist vorbereitet. Und ich bestreiche mir jetzt jedes Stückchen Brot mit der geschmolzenen Kräuterbutter. Also wenn ihr euch an die 80 Gramm haltet, dann geht das wahrscheinlich genau auf. Ich habe ja mehr genommen. Allerdings will ich das oben auch nochmal gleich damit einpinseln. Ja, und jetzt wird hier einfach rein beschichtet. Also immer ein bisschen hier Teig, dann wieder Mozzarella. Da bin ich natürlich jetzt erstmal nicht so großzügig mit dem Mozzarella und würde dann, wenn hier gleich noch was übrig bleibt, dann immer da nochmal nachstecken. Also das wird jetzt einfach hier rundrum geschichtet. Wo ich doch sagen muss, dass ich da immer wieder so ein bisschen nachdrücken muss, weil die Form schon ja, ein bisschen eng ist, ne? Also vielleicht war da auch eine andere Form mit gemeint, aber ich hatte jetzt nichts anderes weil zuerst habe ich gedacht, könnte man ja auch in der Springform machen, aber da dachte ich dann wieder, dann kriegt man ja nicht dieses Muster, was man auf dem Bild bei Mixgenuss sieht. Ja, also bei mir geht das jetzt so ziemlich auf. Ja, es wird hier noch ein bisschen gedrängelt. Gehen Sie bitte nach hinten durch, wie im Bus. Und ja, wie gesagt, ein bisschen gedrängelt, aber das hat jetzt geklappt. Bei mir heizt jetzt der Ofen vor bei 220 Grad Umluft. Bei Brot mache ich ja sonst eigentlich immer Ober-Unterhitze, aber naja, da halten wir uns jetzt mal dran. Ich bestreiche jetzt mit dem Rest der Kräuterbutter noch das Brot oben. Ich sage, das wird ja dann hinterher unten, denn bei dem Gugelhupf wird es ja dann so gedreht. Also da gehe ich noch ein bisschen so in die Zwischenräume auch. Na klar, Fett, aber ist halt einfach ein Geschmacksträger. Und bei mir ist es ja jetzt halt auch so, dass ich ja kein Knoblauch da dran gepackt habe. Ja. Deswegen ein bisschen großzügiger die Kräuterbutter. Ja, und ja, wenn ihr es ganz toll machen wollt, dann hättet ihr natürlich jetzt frisch geriebenen Parmesan. Ich nehme hier den geriebenen aus der Kühltheke. Und da kommt noch mal ein bisschen drüber. Und da halte ich mich jetzt auch an keine Grammzahl, sondern ja, schon eine ordentliche Menge. Also, so sieht es jetzt aus. Also vom Anblick finde ich, das kann schon was werden. Wenn jetzt gleich bei 220 Grad hier vorgeheizt ist, geht der für 20 Minuten auf mittlere Schiene. Steht da 18 bis 20 Minuten. Ich mache 20 Minuten und kann euch dann zeigen, wie lecker es bestimmt dann aussieht. Also ich setze da große Hoffnung in dieses Brot. Ja. So, ich habe es jetzt rausgenommen, also nach genau 20 Minuten. Ich habe mich dran gehalten. Ja, jetzt werde ich das direkt drehen und hoffe,
dass das gut klappt. Mache ich so oder so. Ich mache es mal ganz schmerzlos. Ja, und ich kann nur sagen, ja, das, nee, das ist auch überhaupt nicht fertig gebacken. Ja, da kann ich nur sagen, das hat im Leben nicht gereicht mit den 20 Minuten. Gut, dieser O- und A-Anblick wird bei mir jetzt dann entfallen. Ich weiß jetzt auch nicht, was das Problem wirklich war. Also an die Zeit habe ich mich gehalten. An die Mengen auch. Das Einzige, was ich mehr genommen habe, war ja die Kräuterbutter. Aber daran kann es doch nicht gelegen haben. Ja? Und ich hatte noch gleich gedacht, irgendwie von der Zeit, finde ich, reicht es nicht. Ja, jetzt war auf der einen Seite mein Fehler, dass ich es wahrscheinlich sofort umgedreht habe, aber eigentlich auch nicht, denn sonst hätte ich jetzt überhaupt nicht mitbekommen, dass es überhaupt noch nicht gebacken ist, also noch nicht fertig gebacken ist. Also, nee, da bin ich diesmal nicht so ganz zufrieden mit der Angabe des Rezepts. Naja, ich habe es jetzt so halbwegs hier wieder reingefriemelt und das packe ich, ja. Also ich werde jetzt die Temperatur runtergehen auf 200 Grad und werde das aber auf alle Fälle nochmal 20 Minuten jetzt backen. Denn das ist ja beim besten Willen überhaupt noch nicht fertig gebacken. Also nach weiteren 20 Minuten sieht es jetzt so aus und ich hoffe doch jetzt stark, dass das wirklich, ja, also das sieht mir doch mehr danach aus, als dass das geklappt hat. Ich habe nochmal das Rezept mir angeguckt und da steht eindeutig 18 bis 20 Minuten. Muss ich mal so Schlaumeier mit dem Finger schon kommen. Ja, und das, also beim besten Willen nicht. Also mein Ofen, wenn ich da reinfasse, der ist auch heiß. Also das ist nicht, dass der kaputt wäre oder was. Ne? Ja, nehme ich es jetzt raus? Nee. Ich glaube, ich lasse das jetzt wirklich ein bisschen abkühlen, dass das jetzt, also dass der geschmolzene Mozzarella, dass der wieder jetzt ein bisschen anzieht. Und ich lasse es jetzt eine Viertelstunde erstmal abkühlen und dann wird das bei mir hier umgedreht und dann gibt es ja auch die Geschmacksprobe. Und nun wage ich es nochmal. Also ein Fehler. Vielleicht hat es daran gelegen, ich kann es mir aber nicht vorstellen. Also das kann nicht 20 Minuten Backzeit ausmachen. Und zwar stand der ja in einer Ringform. Ich habe es jetzt in einer Gugelhupfform gemacht, aber das hätte eigentlich ja nicht das ausmachen dürfen. Also 20 Minuten Backzeit doch nicht. Ne? Ja, aber da ich eigentlich total überzeugt bin von diesen Mixgenuss-Rezepten und das bisher immer gepasst hat, ja, vielleicht hat es einfach daran gelegen, also ich würde es wieder so machen. Dann aber sofort, ich glaube 40 Minuten, direkt in den Backofen. Also jetzt die letzten 20 Minuten habe ich ja nur bei 200 Grad und ja, und dass ich jetzt nicht die Butter selbst gemacht habe, also keine Knoblauchbutter, sondern eine Kräuterbutter genommen habe, also daran kann es jetzt aber auch nicht gelegen haben. Ne? Ja, jetzt ist es aber wirklich richtig schön. Ja, bei mir vielleicht nicht so ansehnlich, dass man es rausbekommt, es ist noch schön warm. Und, aber wie gesagt, das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, dass das jetzt, weil jetzt kann wirklich jeder beim Grillen sich mit der Zange ein Stück rausnehmen. Da ist das nicht wie sonst, wo man da immer sich was vom Brot abbricht. Ja, ja, sind wir doch hygienisch nicht, ne? Ja, obwohl wenn ich sehe, wie sich die Leute alle auf der Straße aufhören, ja, da weiß ich nicht. Hygienekonzept ist, glaube ich, abgeschafft. Aber jetzt geht es ans Probieren mit meiner Avocado-Creme. Total lecker. Das Brot ist auch super fluffig. Also mit der Kältegärung auch total super. Ich hatte jetzt einfach mal Angst, dass es vielleicht nicht so fluffig wird, weil der Teig doch ein bisschen kompakt aussah. Aber das hat wirklich gar nichts. Also Kältegärung könnt ihr trotzdem machen hier. Fluffiger geht's gar nicht.
Der Rand ist schon knusprig auch. Also da ist auch überhaupt gar kein Problem. Aber jetzt ist es durchgebacken und es ist total lecker. Und auch mit dieser Avocado-Creme. Durch die Zitrone, diese ein bisschen säuerliche. Genau mein Geschmack. Also ich esse das jetzt nur hier mit meiner Avocado-Creme. Das ist mein Mittagessen. Ja. Ich glaube, es ist nicht zu wenig Kalorien. Nur Muffi? Guckst du auch schon? Ja. Der Muffel wird das aber auch wieder nicht mögen. Nimmst du bitte deinen Schwanz hier aus der... Sehr schön. Ja, so viel zur Hygiene in der Küche, ne? Ich weiß, wer keine Tiere mag, der kotzt jetzt hier in die Spüle. Ist mir aber vollkommen wurscht. Also... Ich küsse eher Muffels Hintern, als dass ich manchen Menschen die Hand gebe. Ja, nur Muffi. Er guckt ein bisschen kritisch, er möchte es wohl nicht. Ja gut, ich reiß mich jetzt auch nicht drum. Dann küssen wir jetzt nicht den Hintern. Ich kann es euch empfehlen. Also vielleicht klappt es bei euch mit den 20 Minuten, bei mir nicht. Warum auch immer. Ich werde es wieder machen. Dann stelle ich aber gleich 40 Minuten von Anfang an ein. Ja, also viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.